Ja, und zwar bei uns, hoffe ich mal. Ich begrüße ganz herzlich Alexander Dobrindt. Zunächst wollen wir mal über die Maut reden. Eigentlich wäre das heute ein absoluter Festtag für Sie. 30 Jahre hat die CSU um diese Maut gerungen. So richtig außer Ihnen von der CSU wollte diese Maut eigentlich keiner. Jetzt haben Sie es durchgesetzt. Zusammen mit dem Parteivorsitzenden, der ja gesagt hat, es gibt nur eine große Koalition, wenn wir, ihr wollt die Rente mit 63, wir die Maut. Also dieses Gesetz heute durchgesetzt. Sie sind der Minister, der es durchgesetzt hat. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was für ein Gefühl haben Sie am heutigen Tag und haben Sie nicht zwischendurch mal ein bisschen gezweifelt an diesem Vorhaben? Nein, es war klar, dass dieses Vorhaben kommt, weil es wichtig, dringend und notwendig ist. Und neben uns ist ja auch die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite. Alle wissen, dass die zukünftigen Herausforderungen in der Infrastruktur, die zu erledigen sind, auch nur dann geht, wenn man die Nutzerfinanzierung stärkt. Das heißt, die Zweckbindung auch der Mittel einführt, die auf der Straße erbracht werden. So, das macht die Infrastrukturabgabe und bringt dabei 2 Milliarden in einer Wahlperiode an zusätzlichen Einnahmen. Das ist doch etwas, mit dem man auch echt investieren kann. Aber es war natürlich ein heftiges Aufregerthema und fangen wir beim Geld an. Da behauptet ja die Opposition, das sei alles schön gerechnet. 500 Millionen im Jahr, das sei viel zu viel. Es kämen höchstens 100 Millionen raus. Zahlen kann man natürlich in die und die Richtung dehnen. Habe ich vor allen Dingen gelernt während der Ausschusssitzung am vergangenen Mittwoch. Es gibt einen Experten, der sagt das, ein anderer Experte, der sagt jenes. Sie sind sich sicher, es bleibt bei 500 Millionen? Ja, wir haben intensiv gerechnet. Das Ministerium hat die größte Datengrundlage natürlich zur Verfügung und daraufhin auch dann die Einnahmen prognostiziert. So, und die sagen nun mal 2 Milliarden in einer Wahlperiode aus, 1,5 Milliarde pro Jahr. Und von daher, es ist konkret, nachvollziehbar und übrigens auch veröffentlicht auf unserer Homepage, sodass sich jeder auch selber damit beschäftigen kann und anschauen kann, wie diese Berechnungen zustande kamen. Man wurde das Gefühl im letzten Jahr nicht los, dass es nicht so wahnsinnig viele Fans dieser Maut in Brüssel gibt. Da gab es immer wieder heftigen Gegenwind. Und aufgrund dieser Tatsache, auch weil sie die SPD gebraucht haben, gab es jetzt nochmal eine Nachbesserung Montagabend. Man hat sich geeinigt, dass eben die Kurzzeitvignetten gestaffelt werden. Komischerweise hat Europa immer behauptet, die EU immer behauptet, es sei zu teuer in Deutschland. Jetzt hat man es gestaffelt und Sie rechnen jetzt vor, dass man 13 Millionen mehr einnimmt. Wie das? Also erstmal hat uns die EU ja in den letzten Jahren immer wieder aufgefordert, dass wir den Weg von der Steuerfinanzierung hin zur Nutzerfinanzierung doch endlich auch in Deutschland gehen sollen. Das ist das, was in Weißbüchern beschrieben ist von der Europäischen Kommission. Wir gehen jetzt diesen Weg. Und Diskussionen im Detail gibt es ja immer. Deswegen hat es ja auch eine Arbeitsgruppe gegeben meines Ministeriums mit der EU-Kommission in den letzten Monaten. Und in der Tat hat sich da noch mal etwas geändert, auch in der Einschätzung, was die Kurzzeitvignetten gibt. Das war nie ein ganz harter Fakt. Aber wir waren auch bereit, an der Stelle eine Änderung vorzunehmen. Die ist jetzt nahe dem, was wir bei der Jahresvignette kennen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Klassen, die je nach Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge eingestuft werden. Und von daher insgesamt kommt es zu Mehreinnahmen, haben wir auch nichts dagegen. Die Grünen hoffen jetzt, dass der Bundespräsident dieses Gesetz noch aufhält. Der Bundesrat kann es höchstens noch mal anhalten, aber nicht ganz aufhalten. Und die Opposition ist versammelt der Meinung, es sei nicht europarechtskonform. Da haben Sie jetzt immer gesagt, es ist europarechtskonform. Werden wir am Schluss den Showdown vor dem EuGH erleben müssen? Wir haben ja jetzt seit 12 Monaten ständig die gleiche Debatte. Es geht immer wieder um die gleichen Themen. Es hat in der Tat die Mautverweigerer es nicht geschafft, neue Argumente irgendwann mal mit in die Diskussion einzubringen. Es ist immer die Hoffnung, irgendwann wird es irgendwer stoppen. Die letzten 12 Monate hat es niemand gestoppt. Wir haben etwas geschaffen, was europarechtskonform ist, was Mehreinnahmen bringt. Und deswegen, es entspricht auch dem Koalitionsvertrag und so wird es umgesetzt. Herr Dobrindt, Sie sind der zuständige Verkehrsminister, bei aller Freude über die Maut. Heute müssen wir noch mal über das andere Ereignis reden. Sie waren selber an der Unfallstelle. Es gibt jetzt eine ganz brandaktuelle Meldung, habe ich gerade aufs Ohr bekommen. Der Co-Pilot war an dem Tag des Fluges krankgeschrieben. Also scheint es sich doch zu bewahrheiten. Ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen gezweifelt, ob das nicht zu einfach war, das alles auf diesen Mann zu schieben. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieser Mann große Probleme hatte, psychischer Art. Wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Erstmal, die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die abschließenden Ergebnisse, es wird weitere Ermittlungen geben. Das Luftfahrtbundesamt hat jetzt auch Experten geschickt und um Akteneinsicht gebeten beim Aero Medical Center. Wir werden die Akten des Luftfahrtbundesamts, die ihm zur Verfügung stehen, auch der Staatsanwaltschaft aushändigen. Die wird das Ganze zu bewerten haben. Ich kann über die Inhalte keine
Aussagen natürlich treffen. Aber es scheint klar zu sein, dass wir uns am Ende der Ermittlungen darüber Gedanken machen müssen, wie man so etwas wirklich vermeiden kann durch geeignete Konsequenzen. Ich halte es für richtig, wenn man jetzt das Vier-Augen-Prinzip noch mal stärkt im Cockpit. Ob das jetzt die letzte oder einzigste Konsequenz daraus war, kann man sicher noch nicht sagen. Wir sind in Gesprächen mit den Airlines auch, um das zu begleiten und am Schluss auch Entscheidungen zuzuführen. Aber jetzt ist es zu früh zu sagen, was alles geschehen muss. Da muss man jetzt auch wirklich abwarten, bis die Ergebnisse abschließend stehen. Wobei ich ein besseres Gefühl hätte, wenn man schon bei der Pilotenausbildung ansetzt. Die Piloten werden einmal im Jahr überprüft auf physische Fähigkeiten. Müsste man nicht auch einen Test einführen, dass man eben die Psyche des einzelnen Piloten auch nochmal überprüft? Wir haben ja eine wirklich intensive Begleitung der Piloten, sowohl bei der Ausbildung als auch natürlich später dann, wenn es um medizinische Fragen geht. Psychische Auffälligkeiten, wenn sie dann entstehen und sich zeigen, werden natürlich auch von anderen beobachtet, müssen aber dann auch diskutiert, besprochen werden. Das ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, an dem man sagen kann, ja klar, da ist es, handelt sich um so und so einen Vorfall, der funktioniert immer gleich in ähnlichen Fällen. Wir wissen genau, dass es gerade eben bei psychischen Fragen nicht immer gleich verläuft. Und deswegen muss man da sehr spezifische Antworten suchen. Die aber wiederum kann man erst finden, wenn wir jetzt genaue Aufklärung über diesen Vorfall haben. Beim ersten Schock dachte man, es sei ein einzigartiger Vorgang, dass ein Co-Pilot Menschen mit in den Tod reißt. Jetzt hat man gesehen, in den letzten 40 Jahren waren es immerhin 9 ähnliche Vorfälle. Das ist ja nun wirklich wahnsinnig wenig, wenn man bedenkt, wie viel Starts und Landungen es gegeben hat. Dennoch haben Sie als oberster Gesetzgeber das Gefühl, dass alles getan ist, damit das sicher bleibt, das Fliegen an der Stelle? Oder muss man sich irgendwas vorwerfen? Das Fliegen ist sicher. Das schließt allerdings nicht aus, dass es natürlich zu Unfällen kommt. Die können technischer Natur sein, die können menschliches Fehlverhalten als Grundlage haben. Das können Sie am Schluss nie ganz ausschließen. Aber wir haben natürlich die Aufgabe, nach jedem Unfall auch dafür zu sorgen, die Systeme, innerhalb denen das funktioniert, zu verbessern. Und dafür dienen jetzt genau auch die Besprechungen mit den Airlines, um Möglichkeiten zu erarbeiten, wie wir in der Gesamtstruktur, vielleicht auch in der Ausbildung, noch etwas optimieren können. Ich nehme an, Sie fliegen heute noch nach Hause, mal nach München, nehme ich an, und feiern da ordentlich. Aber einen Flieger nehmen Sie ohne Angst? Ja, ohne Angst, wie mehrmals in der Woche. Fliegen ist eine der sichersten Fortbewegungsarten. Und von daher gibt es auch daran, selbst nach schrecklichen Vorfällen, nicht daran zu zweifeln. Vielen Dank. Alexander Dobrindt war das, meine Damen und Herren, der Bundesverkehrsminister. Und ja, hier von Berlin gebe ich zurück in unser Studio nach Bonn zu Ralf Weidmann.